dass wir in unserem Geist hier sind, Herr, um zu empfangen. Vater, und ich bete, dass alles, was dich vielleicht müde macht, was dich ablenkt, dass es geht in Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart, für deine Atmosphäre, Herr, von der wir schöpfen wollen. In den Namen Jesus Christus. Amen. So schön, dass wir alle heute da sind und dass wir jetzt zum Wort Gottes kommen. Und für die, die schon die letzten Sonntage da waren, wir haben angefangen, über eine Reihe zu sprechen. Meine Berufung. Und heute geht es darum, meine Berufung und die Schule Gottes. Sage mit mir, meine Berufung und die Schule Gottes. Die Schule Gottes ist unheimlich wichtig. Und ich würde sagen, es ist fast eigentlich so das Wichtigste im Leben eines Christen, damit er in die Erfüllung seiner Berufung hineinkommt. Ich habe schon letztes Mal gesagt, Gott möchte nicht, dass wir Teilerfüllungen unserer Berufung haben, sondern Gott möchte, dass die Totalität seines Wortes oder seiner Prophetie sich in deinem Leben erfüllt. So, dass du sagen kannst, alles, was Gott gesagt hat, hat sich erfüllt. Und das ist das, was Hiob gesagt hat. Als Hiob hat gesagt, mein Erlöser lebt und er steht als letztes auf. Seine Augen haben gesehen. Er hat gehört, aber jetzt hat er gesehen. Und bei der Berufung ist es ebenbürtig. Gott möchte nicht nur, dass du hörst, aber Gott möchte, dass du es siehst. Darum geht es. Und heute möchte ich über die Schule Gottes sprechen. Die Schule Gottes ist etwas, was angefangen hat, sobald die Person sich entschieden hat, mit Gott zu gehen, bist du automatisch in der Schule Gottes. Das bedeutet, manche sind schon lange in der Schule Gottes, ohne es zu wissen. Irgendwann mal stehen sie auf und realisieren sie, was Gott von ihnen möchte. Aber im wahrsten Sinne bist du schon in eine Schule hineingegangen und durch die geistliche Schule, in der Gott das Engagement nimmt und sagt, ich möchte die Person zu der Erfüllung bringen, gibt es bestimmte Etappen, gibt es bestimmte Klassen. Alles, was wir in der Welt sehen, ist sehr oft ein Abglanz von dem, was es eigentlich schon bei Gott gab. So, die Dinge, die in der Geist, in der natürlichen Welt vorhanden sind, wie wir sehen, ja, jemand geht zum Kindergarten, dann geht er, sag ich mal, in die Schule, dann geht er dann weiter, macht seine Ausbildung, seine Arbeit oder dann irgendwann mal zur Uni. Es ist nur ein Abglanz oder eine Fotokopie von der geistlichen Realität. Und ich möchte dir sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass es verschiedene Klassen gibt, in denen du bist. Nicht Klassen, weil du in dem Sinn besser bist als der andere, aber die Klassen stehen in dem Sinn einfach nur für deinen Realismus, für deine geistige Realität. Manchmal denkt man, dass man viel zu weit ist, obwohl Gott sagt, du bist eigentlich ganz woanders. Und manchmal denkt man, dass man viel zu weit hinten ist und Gott sagt, du bist vorne. So, das bedeutet, Gott evaluiert anders als wir. Aber wir müssen verstehen, wir sind in der Schule Gottes. In der Schule Gottes geht es um Einordnung und Interpretation von deinem Momentum, von deinem Zustand. Die Prophetie beschreibt das Endresultat, das Ziel. Aber wenn Gott anfängt, dein Leben einzuordnen, ist Gott nicht nur in der Zukunft, sondern Gott ist im Hier und Jetzt und in der Gegenwart. Und in der Gegenwart, wenn wir von Einordnung sprechen, bedeutet es, dass Gott Ordnung bringen möchte in deinem Chaos. Das bedeutet, gewisse Dinge können sich nicht erfüllen, wenn keine Ordnung in deinem Leben ist. Deswegen ist ein Gott von hier und jetzt. Er offenbart dir die Zukunft, um zu zeigen, was für ein Potenzial mit dir ist. Aber Gott ist der gleiche, der in der Zukunft und in der Gegenwart ist, um dir zu offenbaren, um zu sagen, hier in diesem Bereich ist ein Chaos. Deswegen muss es die Einordnung geben, das Ordnung geben. Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott führt immer seine Kinder, was auch immer seine Berufung ist und deine Berufung ist, Gott führt immer die Ordnung hinein. Manche Leute denken, dass sie im Chaos irgendwo Ziele mit Gott erreichen können. Und ich möchte dir heute sagen, Gott ist nicht ein Gott vom Chaos, sondern Gott ist ein Gott der Ordnung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, durch die Schule Gottes zu sein. Ich möchte dir sagen, jeder von euch ist in der Schule Gottes, jeder von euch ist von Gott geliebt, aber wir sind nicht alle in den gleichen Klassen. Es ist kein Hochmut, es ist ein Realismus. Man denkt nicht höher von sich, sondern aus der geistlichen Perspektive ist jeder auf einen anderen Stand. Wir kommen alle zusammen und beten Gott an, aber Gott weiß ganz genau, wo jeder Einzelne ist.
Und deswegen ist es eines der gefährlichsten Dinge, sich immer wieder zu vergleichen. Du hast deinen Stand da, wo du gerade bist. Der eine hat seinen Stand, wo er gerade ist. Und jeder Stand hat seine Last und seine Realität. Wenn wir zusammen Jesaja 48, wir hören zwei Texte und so anschauen, einmal Jesaja 48 und dann Hebräer Kapitel 12. Ich lade euch ein, Jesaja Kapitel 48, Vers 17 und 18 mit mir zu lesen. So, da sagt die Bibel, Jesaja 48, Vers 17 und 18, da heißt es, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Oh, dass du auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. So, hier ist Gottes Wort an das Volk Israel und hier müssen wir verstehen, Gott sagt, ich bin der Herr, der dich lehrt auf dem Wege, den du gehst. Ich glaube, das sind eines der Zitate, der Bibelverse, die wir sehr lieben, wenn wir so die Losungen nehmen und uns ermutigen wollen, erbauen wollen. Was sagt der Herr? Vor allem Jesaja, wenn wir ab Jesaja 40 bis 60, 61, 63, da geht es immer um, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich habe dich erwählt, gehst du durchs Feuer, bin ich bei dir, gehst du durch Wasser, gehe ich bei dir. Immer wenn du ab Jesaja Kapitel 40 irgendwann wirst du merken, es geht immer um Ermutigung, immer um Trost. Aber lass mich dir verstehen, wenn wir den Kontext oder die Realität von dem Volk Israel verstehen, waren sie weit weg vom Trost, weit weg von Gottes Sicht, weit weg von Gottes Prophetie. All diese Ermutigungen sind Dinge, die sie in der Gegenwart gar nicht erlebt haben. In der Gegenwart waren sie nicht mal im Zuhause, sondern sie waren in Babylonien. Babylonische Reich hatte zu dieser Zeit gewirkt und sie waren weit weg von ihrem Tempel, weit weg von ihrer Stadt, weit weg von dem, was Gott eigentlich realisieren wollte. So, sie waren ganz weit weg, aber trotzdem, weil sie in der Schule Gottes sind, ist Gott da und besagt, ich bin der Herr, der dich lehrt auf dem Wege, den du gehst. Und dieses Lehren hat mit einer Lehrerposition zu tun. Er sagt, ich bin die Person, die zu dir spricht und dir sagt, was du zu tun hast. So, wenn Gott sagt, ich bin der Herr, der dich lehrt auf dem Wege, den du gehst, bedeutet das, dass Gott ganz schön viel zu sagen hat. So, aber manchmal, sehr oft sind wir da und sagen, was ist Gottes Wille, was sagt Gott? Aber Gott sagt, ich bin der Herr, der dich lehrt auf dem Weg. Das heißt, sobald du in seine Schule und seinen Weg eintretest, hat Gott automatisch viel zu sagen. Und Gott spricht viel. Und lass mich dir sagen, diese Worte, die Jesaja gesprochen hatte, waren Worte, die Gott meines Erachtens bestimmt schon zu jedem Einzelnen persönlich gesagt hat, zu jedem einzelnen Israeliten. Jeder Einzelne wusste von dem, was Gott schon einem gesagt hat. Ist es nicht so, dass Gott schon zu jedem Einzelnen von uns irgendwie in irgendeiner Form schon gesprochen hat? Vielleicht sogar heute Morgen, vielleicht schon gestern. Gott spricht auf vielfältige Art und Weise, nicht nur Träume, Visionen. Vielleicht durch Umstände spricht Gott zu dir, manchmal durch das Wort Gottes, manchmal durch verschiedene Sachen. Gott hat eigentlich die ganze Zeit etwas zu sagen. Aber eines der Dinge, die wir verstehen in der Schule Gottes, zu hören, ohne umzusetzen, nützt dir überhaupt nichts. Gott sagt, ich bin der Lehrer in deinem Leben, ich kommuniziere und ich rede mit dir, aber das Problem in dem Volk von Israel, dass sie hören und hören und hören und sagen Halleluja, Amen und nichts wird umgesetzt. So, der Grund, warum sie in dem Zustand sind, in dem sie sind, ist, weil sie nicht zuhören. So, das bedeutet, Gott sagt, ich bin der Lehrer, ich belehre dich, aber du hörst nicht zu. Aus diesem Grund seid ihr wo? In Babylonien. Und in Babylonien seid ihr weit weg von dem eigentlichen Zustand, den Gott möchte. Aber weil Gott in dem Sinn immer wieder ein Gott der Wiederherstellung ist, sagt er hier etwas. Oh, dass du auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom. So, das bedeutet, als Gott so auf ihre Situation geschaut hatte, bestimmt haben sie sich da geklagt und haben gesagt, hey, ich habe keine ruhigen Nächte, ich habe keinen Frieden, ich habe dies und das, ich habe Klagen, ich habe Kämpfe, ich habe vielerlei Sachen. Und ich glaube, die haben über diese Sachen gesprochen. Und Gott kommt hinein und sagt, oh, wenn du nur auf meine Gebote geachtet hättest, wäre was? Das Ergebnis
Frieden. So, und eines der Dinge, die wir verstehen müssen, Frieden ist nicht nur, wenn die Prophezeiung sich über dein Leben erfüllt. Frieden sollte schon da sein, wo du schon mit Gott wandelst, in den Krisen, in der Schule Gottes. Das bedeutet, wir müssen nicht Ziele erreichen, um Frieden zu haben, sondern wir müssen mit Gott verbunden sein, um Frieden zu haben. So, sie haben aus der Perspektive gesehen, erst wenn wir in Jerusalem sind, da werden wir den Tempel bauen, dann werden wir zu Hause sein. Dann. Aber in der Gegenwart sind sie weit weg von der Realität. Aus diesem Grund habe ich schon letztes Mal gesagt, wir können die Prophetie haben. Gott offenbart, hey, er sieht dich stark, er sieht dich groß und er sieht vielerlei Dinge über dein Leben. Aber jetzt der momentane Zustand ist was? Gott sagt, halte meine Gebote. Du bist berufen, halte meine Gebote. Es ist Teil deiner Berufung. Du kannst dir nicht erlauben, berufen zu sein von Gott und nicht auf seine Gebote zu halten. Du kannst dir nicht erlauben, von Gott berufen zu sein und nicht das in der Gegenwart tun, was er von dir wartet, was er von dir möchte. Das bedeutet, der Wandel ist im Zusammenhang oder die Berufung, die du hast, ist immer im Zusammenhang mit den Geboten zu bewahren. Sie halten nicht die Gebote und dann kommt die logische Konsequenz der Unruhe, des Unfriedens. Wisst ihr, warum wir, David sagt im Psalm 23, selbst wenn ich wandle im finsteren Tal, fürchte ich nicht. Warum sagt er das? Weil er mit Gott verbunden ist, weil er seine Gebote hält. Eigentlich, wenn er nicht die Gebote gehalten hätte, würde er das nicht sagen. Er würde sagen, selbst wenn ich im finsteren Tal wandle, fürchte ich mich. Aber der Grund, warum er sagt, kann ich fürchte mich nicht, ist, weil er in der Gegenwart die Gebote Gottes hält. Sobald du außerhalb der Gebote wandelst, kannst du nicht vom Segen Gottes profitieren. Und der Segen Gottes ist nicht nur das Materielle, sondern in erster Linie Freude, Frieden, ne? All die Dinge, die du mit Geld nicht kaufen kannst. Und Israel ist in einem Moment, wo sie da sind und sie denken an Reichtum. Sie denken, ja, sie wollen eine Stadt haben, in der die Stadt aufgebaut haben. Sie wollen einen Tempel haben. Das hat mit Finanzen, das hat mit Material zu tun, das hat mit Ressourcen zu tun. Sie denken, wenn sie dieses Ziel erreichen, werden sie Frieden haben. Aber Gott sagt, nein, ihr werdet keinen Frieden haben, selbst wenn ihr diese Dinge haben werdet. Sondern der Friede fängt an, wenn ihr hier und jetzt entscheidet, mit mir zu gehen. Meine Gebote zu halten. Und wenn ihr meine Gebote hält, selbst wenn du im finsteren Tal bist, selbst wenn du unter der Brücke schlafen würdest, würdest du mit Frieden schlafen. Was auch immer du gerade durchquerst, der Friede ist das, was den Menschen ausmacht. Ist der Friede weg, lebt der Mensch nicht. Du kannst alles haben, wenn der Friede nicht da ist. Aber die Bibel sagt, Jesus ist was? Er ist der Friedefürst. Er ist gekommen, um uns einen Frieden zu geben, der uns hilft, in der Schule Gottes voranzugehen. Sobald der Frieden weggenommen wird, wirst du nicht vorangehen. Das Zweite, was er sagt hier, du wirst Friede wie ein Wasserstrom haben. Wisst ihr, das Wasserstrom, das ist ein Bild für Überfluss. Es fließt, es fließt, es fließt, es fließt. Du kannst die Dinge manchmal nicht einordnen und verstehen, die Dinge, die passieren. Gott sagt, du bist in meiner Schule. Wenn du mit mir verbunden bist, werde ich dir trotz der Dinge, die du nicht verstehst, Frieden geben. Wisst ihr, Glauben haben wir, weil wir Dinge nicht verstehen. Frieden brauchen wir, um weiter mit Gott standhaftig zu sein. So, wenn wir keinen Frieden haben, kannst du auch nicht deine stille Zeit haben. Du wirst merken, dass du weit weg von deiner stillen Zeit wirst. Du wirst merken, dass du weit weg vom Gebet bist. Du wirst merken, du bist weit weg von vielerlei Dingen. Der Friede ist dir geraubt. Und hier sagt Gott zu Israel, hör zu, ja, ich habe eine Verheißung. Ich werde meine Prophetie erfüllen. Aber hier profitiert ihr nicht von dem Segen, den ich euch geben möchte. Und das ist der Friede. Um den Frieden zu erleben, kehre zu mir zurück. Und er sagt noch weiter, er sagt hier, Friede wäre wie ein Strom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Das bedeutet, sie haben sich auch ungerecht irgendwo gefühlt. Das ist ja auch ein Gefühl, was wir immer wieder haben, warum Dinge in unserem Leben so schwer ist, weil Ungerechtigkeit dir die Kraft raubt, weil Ungerechtigkeit da ist und du in dem Sinn vielleicht sogar voller Zorn und Bitterkeit bist und dir sagst, hey, eigentlich müsste dies und jeniges passieren. Und Gott gibt dir heute eine Antwort drauf, wie du mit Ungerechtigkeit umgehen kannst, ist wieder, indem du die Gebote Gottes hältst. Gott wird auf übernatürliche Art und Weise Gerechtigkeit bringen. Das ist das, was er verheißt. Er wird dir Frieden geben und er wird dir Gerechtigkeit geben. Das bedeutet, die Gerechtigkeit wird nicht auf Biegen und Brechen durch deine Kraft und Hand geschehen. Du hast es vielleicht vielerlei Male versucht und getan und bist immer wieder gescheitert.
Gott sagt, ich bin der Gott der Gerechtigkeit. Ich bin derjenige, der dir Gerechtigkeit bringen wird. Ich bin derjenige, der für dich eintreten wird. Ich bin derjenige, der es wiederherstellen kann. Israel war in einem Zustand in Babylonien, wo sie Gerechtigkeit haben wollen. Aber es ist Gott, der sagte, ich bringe euch aus Babylonien heraus. Ich werde es erfüllen. Das bedeutet, es gibt gewisse Dinge, egal wie sehr du die tun möchtest, aus deiner eigenen Kraft wirst du sie niemals erreichen. Ich habe gesagt, Prophetie ist Gottes übernatürliche Wirken im Leben des Menschen. Das bedeutet, der Mensch kann nichts hinzufügen. Der Mensch kann nicht die Prophetie beeinflussen, sondern Gott muss dahinter sein, um zu sagen, ich erfülle. Gott muss dahinter sein, um zu sagen, ich bringe Gerechtigkeit in deinem Leben. Wenn Gott nicht die Gerechtigkeit bringt, dann ist diese Gerechtigkeit vielleicht nur für einen Moment. Und dann merkst du auf einmal, wo du gejubelt hast, wo du dich gefreut hast, auf einmal kommt alles gegen dich und du merkst, hey, das ist nicht die Gerechtigkeit, von der ich gehört habe. Erkenne, dass du in der Schule Gottes bist. Und das ist das, was Israel lernen sollte. Wir schauen uns jetzt Hebräer Kapitel 12 an, um weiter zu lernen, was es bedeutet, in der Schule Gottes zu sein. Hebräer Kapitel 12, ab Vers 4. Da sagt die Bibel, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. So, man weiß nicht ganz genau, wer Hebräerbrief geschrieben hat, ob es in dem Sinn Paulus ist oder jemand anders. Aber eines der Dinge, die wir hier verstehen müssen, hier geht es um Hebräer, die angesprochen werden. Und die Bibel sagt hier, er schreibt zu denen, ihr habt noch nicht Kämpfe gehabt, bis aufs Blut. Im Umkehrschluss bedeutet es, innerhalb der Gemeinde, die diesen Brief bekommen haben, haben sich bestimmt viele Leute die Frage gestellt und gesagt, hey, warum habe ich diese Kämpfe? Ich habe so viele Kämpfe, der Kampf ist so groß, warum muss ich so viel kämpfen? Und das ist die Frage, die sie sich damals gestellt haben und das ist die Frage, die du dir auch heute stellst, oder? Warum muss ich so viel kämpfen? Warum muss ich von einem Kampf zum anderen Kampf gehen? Warum muss ich in dem Sinn wieder diesen Kampf gehen? Warum ich? Warum muss ich durch diese Kämpfe gehen? Warum habe ich diesen Weg? Und dann, was machen wir meistens? Schau dir mal sein Leben an, auch wenn wir nicht das ganze Leben von der Person kennen. Wir sehen nur die Person, die vielleicht ins Auto steigt, die vielleicht in dem Sinn, sage ich mal, in Händchen hält und mit der Person sagt, schau mal, diese Person hat keine Probleme. Aber wenn du wüsstest, was diese Person für Probleme hätte, würdest du es nicht sagen. So, die Dimension des Kämpfers, die jeder durchquert, ist nicht vor jedem offenbart, dass du lesen kannst, was für Kämpfe ich habe. Es gibt Kämpfe, von denen du wüsstest, wo du sagst, es ist besser, meine Kämpfe sind noch besser. Gott, bitte, lass mich in meinen Kämpfen bleiben. Ich möchte nicht im Kampf dieser Schwester, dieses Bruders sein. Und ich glaube, die Leute in der Gemeinde haben so auch gesprochen, warum habe ich diesen Kampf? Warum habe ich diesen Kampf? Und hier finde ich die Weisheit, in der er die Antwort gibt. Er sagt hier, ihr habt Kämpfe, aber eure Kämpfe sind noch nicht bis aufs Blut gegen die Sünde. Ich glaube, dass es nicht die Antwort ist, die die meisten hören wollen. So, was er eigentlich sagt, ihr habt Kämpfe, ich sehe die Kämpfe, Gott sieht die Kämpfe, aber nach diesen Kämpfen wird es noch andere Kämpfe geben, die höher sind als diese Kämpfe, die schwieriger sind als diese Kämpfe. Wisst ihr, manchmal denken wir, bestimmte Kämpfe, die wir haben, Gott ist mit euch, Gott ist bei euch und Gott weiß, dass es nicht einfach ist. Aber habt ihr nicht gemerkt, dass es im Leben eigentlich immer schwerer wird statt leichter? So, wir haben das Gefühl in dem Sinn, wenn ich diesen Kampf kämpfe und diesen Kampf überwinde, dann werde ich Gott, du wirst sehen, wie ich predigen werde. Du wirst sehen, wie ich beten werde. Du wirst sehen, wie ich dies und jenes mache. Und da sind wir gut, Verheißungen zu geben, weil wir denken, diesen Kampf, den wir haben, ist der Kampf unseres Lebens. Obwohl dieser Kampf nur eine Etappe ist und dich vorbereitet für einen anderen Kampf. Ein Kampf bereitet dich für den nächsten Kampf vor. Das bedeutet, wenn du diesen Kampf nicht überwindest, bist du nicht bereit für den nächsten Kampf. So, aber wir müssen gleichzeitig verstehen, sobald ein Kampf überwunden wird, wirst du eine Zeit der Ruhe haben und wirst auch nicht direkt ins nächste Kampf gehen. Du wirst immer eine Zeit des Friedens und der Ruhe haben. Ne? Man kennt das. Dann merkst du, auf einmal ist alles ruhig und auf einmal irgendwie denkst du, au, was ist jetzt auf einmal passiert? Das bedeutet im wahrsten Sinne, der Kampf, den du überwunden hast, kann dich manchmal selber trüben. Und du denkst, ich habe den Kampf meines Lebens, ich werde nie mehr wieder Kämpfe haben.
aber im wahrsten Sinne bereitet ein Kampf den anderen Kampf. Zu sagen, ich habe keine Kampf mehr, ist eine Illusion. Solange wir auf Erde sein werden, werden wir ständig in einem Kampf sein. Nicht gegen diese Welt, aber gegen die geistlichen finsteren Mächte werden wir beständig im Kampf sein, weil wir nicht zu dieser Welt gehören. Das bedeutet, der Kampf wird so lange gehen, solange wir auf Erden sind. Aber Gott ist gerecht in den Kämpfen. Gott lässt dich nicht nur von Kampf zu Kampf gehen. Jedes Mal, wenn du einen Kampf abschließt, fügt Gott seine Kraft und seine Herrlichkeit hinzu. Das bedeutet, der Kampf nimmt zu, aber die Kraft im Geist nimmt genauso zu. Genauso in dem Sinne, der Kampf nimmt zu, aber die Autorität in deinem Leben nimmt ebenso zu. Das bedeutet, Gott erlaubt nicht einfach, dass du von Kampf zu Kampf gehst, sondern ein Kampf, den du abschließt, gibt dir die Power, gibt dir die Kraft, in den nächsten Kampf hineinzugehen. Deswegen sehen wir in dem Sinn, als Jesus in der Wüste war, was ist passiert? Er war in der Wüste und als er hineingeht, war er erfüllt vom Heiligen Geist. Als er ausging, war er ausgerüstet von der Kraft des Heiligen Geistes. So, das bedeutet, so der Status von Christus war ein anderer. Und eines der Dinge, die du verstehen musst, wenn du durch Kämpfe gehst, gehst du von einem Stadium zum nächsten Stadium. Eines der Dinge, die wir verstehen müssen, hier eigentlich die Beschreibung, die der Autor gibt, der Kampf geht bis ins Blut, man könnte es sogar viel weiter verstehen, dass es fast um Leben und Tod geht. Amen. So, sind wir immer noch da? Ja, natürlich. So, hier geht es eigentlich, wenn er von Blut spricht, geht es um fast Leben und Tod. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, damit du die Schule verstehst, in der du bist. Wie viele hatten das Gefühl, dass sie beinahe umgebracht wurden? Dass es fast um Leben und Tod in manchen Situationen geht. Manchmal ist es die Krankheit, manchmal ist es ein Unfall, manchmal ist es irgendwelche Dinge, die auf einmal passieren und du sagst dir, beinahe wäre ich ums Leben gekommen. Wie viele kennen das? Lass uns ehrlich sein. So, ich glaube, dass fast jeder versteht, dass man immer wieder zwischen Leben und Tod ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wisst ihr, selbst die Jünger, sie waren in der Präsenz von Jesus, in der Gegenwart von Jesus. Und es gibt nichts Schöneres, als in der Gegenwart Jesus zu sein. So, aber was sagt die Bibel in Matthäus Kapitel 8, Vers 25? Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Das bedeutet, sie sind in der Gegenwart Jesus, aber gleichzeitig sind sie da und sagen, Herr, wir kommen um. Wir sind in der Gegenwart Jesus, aber unsere Sprache sagt, Herr, ich bin fast am Sterben. Herr, rufe mich, hole mich raus, hole mich raus. Daniel wusste, was es bedeutet, in dem Sinn vor Löwen zu sein, von dem er wusste, es geht um Leben und Tod. Wortwörtlich, Löwen, die um dich herum sind und du bist da. Um was geht es? Es geht um Leben? Nein, es geht um Tod. Aber was ist passiert? Solange Gott nicht sein letztes Wort gibt, Amen, kann der Tod nur ein Gefühl sein, aber keine Realität. Yes. Viele von euch besagen, ich fühle, als würde ich sterben, ich fühle, als wäre ich zugrunde gehen, aber du bist immer noch am Leben. Das bedeutet im wahrsten Sinne, in der Schule Gottes ist es normal, dass du denkst, dass du fast umkommst. Es ist normal. Denn was haben die Jünger hier gemacht? Sie waren in der Schule Gottes. Sie waren in der Schule mit Christus. Und wisst ihr, die Schule Gottes ist keine Theorie. Du kannst so viele Bücher lesen. Du kannst die Bibel lesen. Du kannst Worte zitieren. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist lebensnah in der Praxis. Deswegen habe ich gesagt, die Schule Gottes ist die wichtigste Schule. Ich war mit Leuten, die auf Bibelschulen waren, die Theologie studiert haben, die zukünftige Pastoren sein sollten. Aber sie waren nicht bereit, nicht weil sie jetzt keinen Bachelor oder keinen Master hatten, sondern sie waren nicht bereit, weil sie in der Schule Gottes auf einer ganz anderen Klasse waren. Verstehst du? Du kannst in dem Sinn menschlich Dinge erreichen, aber geistlich bist du auf einem ganz anderen Level. Du weißt, dass du es nicht schaffen kannst, dass du es nicht packen kannst. Und hier sind die Jünger mit Jesus. Und ich glaube, sie haben sich nach einer Zeit vielleicht gedacht und eingebildet, hey, wir haben schon so viel mit Jesus gesehen. Wir sind die ganze Zeit mit Jesus, aber sie haben vergessen, dass sie in der Schule von Jesus waren. Und ich glaube, Jesus wusste. Er wusste, dass er zu schlafen hat. Und ich glaube, dass es ein Test gewesen war, zu sehen, wie sie reagieren würden. Aber der Test ging so weit, dass es fast um Leben und Tod ging. Versteht ihr die Schule Gottes? Die
Reife, in der dir Gott gibt, die, den geistlichen Wachstum, den Gott dir gibt. Es ist nicht einfach nur so geschenkt. Christus hat zwar alles am Kreuz gemacht, aber er beruft uns, den Weg zu gehen, den er selber gegangen ist. Und hier verstehen wir, sie sind in der Schule zu lernen, mit den Situationen umzugehen. Was bedeutet, nach dieser Prüfung wird ihr mental gestärkt. Und eines der Dinge, die ich schon letztes Mal gesagt habe, Gott möchte eine Gemeinde, die mental, geistlich stark ist. Eine Gemeinde, die nicht die ganze Zeit zusammenbricht aufgrund der Dinge, die sie hat. Gott führt dich in mancherlei Dinge durch die Schule. Es ist deine Schule. Es ist die Art und Weise, wie Gott dich belehrt. Es ist die Art und Weise, wie Gott dich verändert. Manche Veränderungen empfängst du durch Gebetserhörung und manche Veränderungen gebraucht Gott durch Umstände und Prozesse, wo du zerbrochen wirst, aber wo Gott dich schleift und umformt und dir eine Persönlichkeit gibt, einen Charakter gibt, den du einfach nicht nur so empfangen würdest. Das bedeutet, wir müssen erlauben, dass Gott uns schleift, weil es Teil der Schule Gottes ist. Es ist die Art und Weise, wie Gott dich schult. Deswegen möchte ich dir sagen, wir können in dem Sinn so viel YouTube-Video-Teaching hören, wie wir wollen. Wir haben Zugriff zu so viel Lehre in dieser Zeit. Wir können in dem Sinn auch jegliche Bibelschule, es ist gut, was auch immer du tust und machst, aber du kannst die Schule, die praktische Schule Gottes nicht umgehen. Sie wird dich überall verfolgen, weil es in dem Sinn ein Werdegang zwischen dir und Gott ist. Gott weiß, für die Berufung, die du brauchst, brauchst du diesen Schliff, brauchst du diese Veränderung, um das zu tun, was Gott möchte, was du tust. Der Kampf ist gut, aber es gibt noch andere Kämpfe, wo Gott dich ausrüstet, hineinzugehen. Das Zweite, was wir hier im Hebräerbrief sehen, ist, dass die Bibel sagt, ab Vers 5, und habt das Großwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen bist. So, das Zweite, was wir sehen, das Erste ist, er spricht über Kampf, das Zweite, was er sagt, ist, mein Sohn. Und mein Sohn ist doch so ein emotionaler Begriff, ne? Ein Intimitätsbegriff. Wisst ihr, wenn Gott uns ruft in dem Sinn, dann sagt er nicht unbedingt, Pastor so und so, Lehrer so und so. Aber wenn Gott ruft, wenn er zu dir spricht, dann nennt er dich mit einem Intimitätsbegriff. Mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Oder auch bei deinem Namen. Das ist das, was ich selber erlebt habe. Wie Gott sprach und ich hörte ihn mit meinem Namen rufen. Oder mein Sohn oder meine Tochter. So. Aber hier geht es weiter. Er sagt, mein Sohn, und dann geht es weiter, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Und ich glaube, das Wort Züchtigung im Deutschen hat in dem Sinn eine Negation, oder? Wenn man von Zucht hört, dann hat man in dem Sinn was? Mit Strafe zu hören, ne? Mit Strafe und vielleicht böse und so weiter und so fort. Man assoziiert vielerlei Dinge. Aber was hier der Hebräerbrief sagt, ist, mein Sohn, achte die Züchtigung. So, und das Wort Züchtigung bei der im Griechischen bedeutet eigentlich Erziehung, Bildung oder man könnte es sogar in der Modernsprache Ausbildung nennen. Oder jemanden zu trainieren. Das bedeutet, was hier eigentlich die Bibel sagt, Gott ist der Trainer schlechthin. Gott ist der Lehrer schlechthin. Und Ausbilder ist derjenige, der dich ausbildet auf seinen Wege, den er geht. Das bedeutet, das, was wir mit Züchtigung in dem Sinn interpretieren, besagt Gott in dem Sinn, ich bin der Lehrer oder ich bin derjenige, der dich trainiert, um dich dahin zu bringen, wo du hinzukommen hast. So, das bedeutet, Gott bildet uns aus. Und eines der Dinge, die wir verstehen müssen, wenn wir über die Ausbildung sprechen in der Welt, wissen wir, dass nicht jeder jede Ausbildung, nicht jeder jedes Studium machen kann, nicht jeder jede Arbeit machen kann. Das bedeutet, es gibt von vornherein eine gewisse Voraussetzung, wenn du nicht dein Abi hast, selbst dein Abi wird dir nicht helfen, wenn du einen gewissen Schnitt nicht hast, dann wirst du auch nicht Medizin studieren können. Okay? Das bedeutet im wahrsten Sinne, Jurastudium wirst du auch nicht irgendwie so machen. Es gibt bestimmte Sachen, die du nicht erreichen wirst, wenn du nicht gewisse Voraussetzungen hast.
Aber der Unterschied zu unserem lebendigen Gott ist, dass er jede Voraussetzung, weltliche Voraussetzung bricht. Du brauchst keine Voraussetzung, keine weltliche Voraussetzung, um dahin zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Die einzige Voraussetzung, die Gott möchte, ist ein bereitwilliges Herz. So, das bedeutet, in der Akademie Gottes beruft Gott jeden Einzelnen. Ob du einen Abi hast oder nicht, ob du Hauptschule, egal was du hast, es spielt keine Rolle. Gott will einfach nur bereitwillige Herzen. Und deswegen sehen wir, dass Jesus, was dieses System gebrochen hat, indem er die Jünger auserwählt hatte. Die Rabbiner zu seiner Zeit haben nur die Besten ausgewählt. Nicht jeder konnte in eine Rabbinerschule hineingehen zu Zeiten Jesu. Man geht 10, 20, 30 kommt und man sagt, okay, du hast in dem Sinn, sage ich mal, die Intelligenz, du hast in dem Sinn das Potenzial und andere wurden rausgeschmissen. Aber als Jesus gekommen ist, hat er alle Disqualifizierten genommen und hat sie angefangen zu qualifizieren. Halleluja. Um sie zu trainieren und auszubilden in der besten Universität, die es je gegeben hat. Und das ist die Universität Gottes. So, das bedeutet, wir sind in der Universität Gottes. Wisst ihr, was Jünger bedeutet? Es ist das griechische Wort Mathetes und es bedeutet eigentlich Schüler oder Lernende. So, wenn die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 28, geht hinaus und macht aus allen Nationen meine Jünger, dann sagt er, macht aus allen Nationen meine Studenten oder meine Schüler. Und hier in Hebräerbrief heißt es, dass er uns erzieht und dass er uns ausbildet. So, wir müssen aber verstehen, das Leben in der Schule Gottes ist nicht nur emotional. Deswegen habe ich gesagt, mein Sohn ist so eine Beschreibung der Emotionalität. Mein Sohn, meine Tochter, mein Vater und so weiter und so fort. So, aber wenn wir jetzt von Paideia sprechen, was Erziehung oder Ausbildung sprechen, das ist keine Emotion. So, in der Ausbildung geht es eigentlich mehr um deinen Kopf, um deinen Wachzustand, es geht um deinen Körper. Das bedeutet, in der Schule Gottes haben manche entschieden, einen emotionalen Gott zu folgen. Und diejenigen, die entschieden haben, nur einen emotionalen Gott zu folgen, kommen in der Schule Gottes nicht mehr weiter. Das bedeutet, sie sagen, ah, Gott ist lieber. Gott ist derjenige, der mich errettet hat, der mich erlöst hat, der mich befreit hat, der mir alles gegeben hat in der Person von Jesus Christus. Ah, ich kann das tun, wenn ich mich danach fühle. Oh, wenn ich mich nicht fühle, dann ist Gott nicht in dieser Sache. Wisst ihr, sehr viele Leute besagen, ah, es ist nicht Gottes Wille, aber vielmehr, weil sie fühlen, weil sie innerlich verletzt sind oder weil es ihnen nicht gefällt und passt und sagen, es ist nicht Gottes Wille, so spricht der Herr. Aber so sprichst du und du bringst manchmal Gott in eine emotionale Box, um so zu tun, als würde Gott sprechen, aber im wahrsten Sinne sprechen deine Emotionen. Das heißt, auf dieser Ebene in der Schule Gottes wirst du bis zu einem bestimmten Punkt gehen und du wirst irgendwann mal nicht mehr weiterkommen. So, deswegen sagt die Bibel in Matthäus Kapitel 22, wir sollen Gott lieben. Wie? Mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Seele und mit unserem ganzen Denken. So, das bedeutet, Gott erweitert die Dimension, wie wir ihn lieben sollen und wie wir ihn folgen sollen. Andere haben sich auf die Emotionalität basiert und haben gesagt, ah, ich tue die Dinge, wenn ich möchte und wenn ich nicht möchte, tue ich die Dinge nicht. So, das ist ein Level, wo ich sage, wo du noch, sag ich mal, in der Vorstufe bist. Ne? Dann irgendwann mal wirst du sehen und merken, dass Gott möchte, dass du ihm dienst, das heißt auch in deiner Berufung, ihn anfängst zu dienen mit dem Denken. Was ist das Denken? Denken ist nicht in dem Sinne ungeistliche Sache. Nein, nicht nur alles ist Geist, sondern auch mit deinem Denken. Dein Denken bedeutet, das, worüber du nachdenkst, das, worüber du dich beschäftigst. Wisst du kannst körperlich irgendwo sein, aber in den Gedanken bist du wo ganz anders. So, das bedeutet, du bist dann hier aus der Emotionalität, ja, aber wenn es um deinen Kopf geht, ist dein Kopf wo ganz anders. Das bedeutet, wenn Gott dich anschaut, sieht er vielleicht dein Herz, ja, aber er sieht, dass du in Gedanken nicht da bist, dass du nicht konzentriert bist. Und eines der Dinge, warum Leute auch in der Schule Gottes versagen, weil sie nicht lernen, konzentriert zu arbeiten, Gott zu folgen in der Schule, beziehungsweise in der Ausbildung Gottes deiner Berufung, bist du nicht nur berufen auf Emotionalität, oh, ich spüre die Gegenwart Gottes, ah, ich spüre heute nicht die Gegenwart Gottes. Heute kann ich das für Gott tun, morgen kann ich das nicht tun. Aber wenn du weitergehst im
weiter steigen möchtest, weiter vorangehen möchtest, dann hörst du nicht mehr auf die Emotionalität, aber dann hörst du auf deinen Kopf. Dein Kopf weiß in dem Sinn, hä, ich spüre die Gottesgegenwart nicht da, aber ich weiß, dass Gott da ist. Ich spüre in dem Sinn nicht die Gegenwart, wie ich es immer spüre, aber ich weiß, dass Gott mich nicht, weniger lebt. Deswegen sagte selbst David, meine Seele lobe den Herrn. So, nicht nur meine Gefühle, aber meine Seele lobe den Herrn. Manchmal musst du zu deinen, müssen deine Gedanken zu deiner Seele sprechen. So, und manchmal wirst du auch merken, dass du Gott, wenn du ihn dienen möchtest und wenn du in seine Berufung hineingehst, dann ist nicht nur Emotionalität, dann ist es nicht Bedenken, sondern es ist auch körperliches Beanspruchen. Hast du nicht gemerkt, in dem Sinn, wie müde du deinen Körper manchmal tragen musst, um das zu tun, was Gott an dir möchte? Dein Körper sagt nein, aber du sagst im Geist ja. Es ist ein Kampf zwischen dir und deinem Körper, zwischen dir und deinem Fleisch. So, und in dieser Zeit, wo du mit deinem Körper kämpfst, mit deinem Fleisch kämpfst, bist du berufen zu lernen, deinen Körper zu überwinden. Vielerlei Leute haben sich gegen den Willen Gottes manchmal entschieden, wegen ihrem Körper, wegen dem Fleisch. Das Fleisch ist stärker als dein Geist. Dein Fleisch beeinflusst mehr deinen Geist. Deswegen wirst du gewisse Entscheidungen nicht treffen. Das bedeutet, auch in der Schule Gottes wirst du nicht vorangehen. Irgendwann mal wirst du merken, da ist keine Emotionalität. Ja, da ist nur noch das Denken. Und dann in dem Sinne muss dein Denken zu deinem Körper sprechen. Und deswegen sagt auch Paulus in 1. Korinther Kapitel 9, dass er gelernt hat, sein Fleisch zu disziplinieren. In die Berufung Gottes hineinzugehen, hat auch mit einer Disziplin zu tun. Du kannst da nicht hineingehen, wenn du nicht diszipliniert bist. Das bedeutet, der Mensch ist ganzheitlich und er ist berufen, ganzheitlich Gott zu dienen. In der Schule Gottes beruft er dich in der Emotion, Gott zu kennen. Er beruft dich in deinem Denken, Gott zu kennen. Und er beruft dich mit deinem Körper, Gott zu dienen. Es sind ganz verschiedene Dimensionen, in der du bist. Und schaue, in welcher Dimension du stehen geblieben bist. Schaue da, wo du Klassen gerade wiederholst. Wisst ihr, wenn du immer die Sache, wenn Gott dir immer das Gleiche sagt, dann bedeutet das, dass du geistlich die Klassen wiederholst. Du kommst gerade nicht in die geistliche, in die nächste Klasse. So, und deswegen habe ich gesagt, wir müssen uns nicht irgendwie einbilden, irgendwo zu sein, wo wir nicht gerade sind. Sondern die Realität ins Auge zu sehen, warum komme ich gerade nicht weiter? Warum bekomme ich hier keinen Durchbruch? So, und Gott mag das, wenn wir uns darin beschäftigen. Wieso? Weil wir dann Gott nicht nur mit unseren Emotionen, sondern wir denken nach, wir denken nach. Selbst David spricht darüber in dem Psalm 119, dass er in der Nacht aufsteht und dass er über Gottes Wort nachsinnt. Das bedeutet, er nimmt sich die Zeit, um darüber nachzusinnen. Aber wir sinnen uns vielleicht die ganze Zeit darüber nach. Hä? Wie sieht es mit meinen Rechnungen aus? Wie sieht es mit meinem Haus aus? Wie bekomme ich das neue Auto? Wie bekomme ich den nächsten Job? Wie bekomme ich das und das und das und das und das und das? Es ist nicht schlecht, darüber nachzusinnen, aber du wirst, wie ich von vorhin sagte, keinen Frieden haben, wenn du nicht die Prinzipien Gottes umsetzt. Das bedeutet, alles, was du hast in deinem Leben, was du als Gabe Gottes bekommst, hängt von der Schule, von der Realität der Schule Gottes, die du gerade auslebst. Deswegen sagte ich, vielerlei Sachen haben manche Probleme, die du erlebst, hat damit zu tun, weil du deine geistlichen Hausaufgaben nicht tust. So, und es ist immer das Gleiche. Wenn ich immer wieder mit Leuten spreche, wenn wir Sitzungen haben, wenn wir da sind und austauschen, oh, was ist das Problem? Hier ist das, 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 das. Weißt du, es ist eigentlich ganz einfach, in Christus Seelsorge zu gehen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach, in Christus Seelsorge zu gehen. Wieso? Weil du dich immer wieder auf das Wort Gottes berufst. Das bedeutet, sobald du das Wort Gottes hörst, wirst du verstehen, dass alles, was im Wort Gottes ist, eine Medizin ist für deinen gesundheitlichen Zustand, für deine Seele. Wenn du Balsam für deine Seele brauchst, ist das Wort Gottes da. Wenn du Heilung für deinen Körper brauchst, ist das Wort Gottes da. Alle Krisen und alles, was du meistern musst, ist im Wort Gottes. Und meistens immer in den Seelsorgengesprächen ist es immer eine Erinnerung an das, was man immer schon weiß. Ah, das weiß ich doch, aber warum tust du es nicht? Das Wissen alleine hilft dir nicht, sondern nur die Umsetzung setzt dich frei und führt dich in andere Phasen mit Gott hineinzugehen. Amen. Amen.
So, das nächste, was er sagt, ist hier in Vers 6, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. So, und was wir hier sehen ist, der Grund, warum Gott dich trainiert oder warum er dich ausbildet, ist, weil er dich liebt. So, es ist ein Zeichen seiner Liebe. Wir haben viel darüber gesprochen. Ja, Gott bildet uns aus. Ja, Gott formt uns. Gott verändert. Aber der Ursprung, das von allen Dingen ist, weil Gott dich liebt. Weil er dich liebt. Weil er weiß, was für eine Zukunft du hast. Und er weiß und er möchte, dass deine Zukunft gelingt. Es gibt keiner, der so möchte, der so viel möchte, dass du gelingen hast, wie Gott. Es gibt keinen Mensch, der dieses Mitgefühl für dich hat als Gott, wie Gott. Es gibt keinen Mensch, der diese Neigung, diese Liebe und der darum ringt und sagt, ich möchte, dass er in seiner Zukunft glücklich ist. Dass er in dem Sinn, er schafft in dem Sinn, meinen Willen auf Erden zu tun. Es gibt keiner, der so viel fiebert als Gott und der Himmel, der da ist und hinter dir steht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, du hast es immer noch nicht verstanden, aber erinnere dich, komm, beuge dich, komm, demütige dich, komm, mache dies und so weiter und so fort. Derjenige, der am meisten am Leiden ist, ist Gott selbst. Und es hängt an von der Perspektive, die wir haben. Und dann haben wir manchmal den Gott, der vielleicht hart ist oder der uns strafen möchte. Nein, aber in seiner Natur sagt er, ich weiß, was für Pläne ich für dich habe. Ich habe Pläne des Friedens und keine Pläne des Leidens. Gott hat Pläne des Friedens. Gott hat keine Pläne des Leidens. Und in allem, was Gott macht, möchte er, dass ihr frei seid von dem Leid. Amen. Amen. Jesaja 48. Sie waren am Leiden. Sie hatten keinen Frieden. Gott war darüber nicht erfreut. Sondern Gott sagte sich, ihr braucht diesen Frieden. Und diesen Frieden habt ihr nur bei mir. Nirgendwo anders. Tu, was du möchtest, aber dieser Frieden habt ihr nur bei mir. So, eines der Dinge, die wir dann weiter sehen, ist in Vers 11. Und das ist der Punkt, der ganz wichtig ist. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Amen. Alle Züchtigung sind für den Augenblick was? Traurigkeit. So, das ist das Wort Gottes, was er ihnen gibt. Das ist eigentlich das, was wir nicht hören möchten. Die Züchtigung führt dich zu Traurigkeit. Warum führt sie dich zu Traurigkeit? Weil die Züchtigung oder das Training Gottes dazu führt, dass du von Dingen loslassen musst, an denen du die ganze Zeit festhältst. Gewohnheiten werden gebrochen. Gewohnheitsstrukturen, wo du ganz nett weißt, du hast über Jahre einfach gewisse Gewohnheiten dir angeeignet und jetzt kommt Gott und sagt, hä, diese Gewohnheit ist Sünde, diese Gewohnheit ist nicht gut, sie ist Selbstzerstörer, sie zerstört dich und ich möchte dich daran verändern, aber du bist da und versuchst festzuhalten. Aber warum hältst du fest? Einmal, weil du aus einer falschen Perspektive schaust. Du hast dann, wisst ihr, der Feind gebraucht sehr gern diese Möglichkeiten, diese Momente, um dir zu sagen, hey, Gott liebt dich doch gar nicht. Gott ist doch gar nicht mal mit dir. Wenn Gott denn mit dir wäre, warum bist du jetzt gerade traurig? Mach doch das, was dir Freude macht. Mach doch das, was gut für dich ist. So ist es die andere Stimme, die dann kommt. Und manchmal, wenn man dann in dem Sinn schwach ist, fängt man an, dieser Stimme zu glauben. Und weil man anfängt, dieser Stimme zu glauben, in dem Sinn fängt man an, sich zu distanzieren. Wisst ihr, diese Distanz zu Gott muss nicht sein, dass du sagst, ich glaube nicht mehr an Gott, aber es führt dazu, dass du gar nicht mehr das Wort liest. Es führt dazu, dass du gar nicht mehr in Gottes Gegenwart bist. Es ist wie so eine Verschiebung. Merke und schaue deine Geistlichkeit, dein geistliches Leben. Ist dein geistliches Leben auf dem gleichen Stand oder noch mehr? Oder merkst du in deinem geistlichen Zustand, dass du eigentlich viel mehr nach hinten gegangen bist? Dass du in dem Sinn vielerlei Dinge nicht mehr tust, die du normalerweise tust. Sondern merkst du in dem Sinn, dass sich etwas verändert hat.
Wache auf und passe auf die Dinge, die sich in deinem Leben verändert haben. Und Gott sagt, wenn du in der Schule, wenn du in meiner Schule bist, musst du aus meiner Perspektive alles sehen. Die Bibel sagt hier, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie ausgeübt sind. Und wir kommen wieder zu diesem Punkt, wo wir verstehen, Gott sagt, ich möchte, dass ihr was habt, dass ihr Frucht habt, dass ihr Frucht trägt. Ist nicht das, was in Johannes 15 sagt? Ich habe euch dazu bestimmt, Frucht zu tragen. Frucht zu tragen bedeutet, Ergebnisse zu haben. Frucht zu tragen bedeutet, in dem Sinn Zeugnisse zu haben. Das bedeutet, die Läuterung, die Veränderung, in der dich Gott bringt, ist für den Augenblick Schmerz, weil du dich trennen musst, vielleicht auch von gewissen Beziehungen, in denen du drin bist. Du bist vielleicht in gewisser Beziehung und Gott sagt, breche diese Beziehung, sie gehört nicht zu dir. Aber du bist da und du kämpfst und so weiter und so fort. Es können auch ganz andere Dinge sein. Und während Gott in dem Sinn ganz klar spricht, und sagt, hier machst du dich eins mit der Finsternis. Hier machst du dich eins und machst Kompromisse. Und fängst an, ein Leben zu leben, was du nicht eigentlich leben sollst. So sagt Gott, so mache ich einen Bruch. Und wenn Gott einen Bruch macht in verschiedenen Bereichen deines Lebens, dann ist es, weil Gott sagt, ich möchte eine noch größere Frucht daraus entstehen lassen. Ich möchte, dass du noch was Größeres empfängst als das, was du hast. Wir denken, das, was wir haben, ist groß. Und vergessen, das, was Gott machen möchte, ist größer. Wir müssen auf das schauen, was Gott tut, nicht auf das, was wir haben. Alles, was wir heute haben, können wir morgen verlieren. Aber das, was Gott uns gibt, wird ewig Bestand bleiben. Es wird ewig Bestand bleiben. Nichts in dieser Welt kann die Dinge zerreißen und dir wegnehmen, die Gott dir gegeben hat, worüber Gott selber wacht. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gott möchte, dass wir in der Schule Gottes Frucht haben. Dass wir Frucht tragen. Dass wir wirklich Früchte tragen. Aber die Frucht und die Ergebnis, die Gott möchte, die du sehen sollst. Gott ist daran interessiert, dass du siehst. Dass du siehst, dass du spürst. Dass du sagen kannst, hey, ich fange an, das zu erleben, was Gott mir gesagt hat. Und ich habe aufgehört zu hören. Wisst ihr, nach einer gewissen Zeit bin ich selber müde geworden über Prophetie. Es gibt andere, die da sind, hey, wenn jemand kommt, ich sehe. Wenn es etwas Neues ist, okay, preis den Herrn. Aber wenn es etwas ist, was schon gesagt worden ist, und ich sehe Jahre, sind wirklich am Gehen. Und ich sehe es immer noch nicht. Was nützt mir diese Prophetie? Was nützt es mir, wenn ich nicht selber einsteige und sage, hey, ich weiß Gott, was du von mir erwartest. Ich sehe das Bild. Jetzt entscheide ich mich. Ich entscheide, mein altes Leben zu lassen. Ob ich gelogen habe, ob du Dinge getan hast, gewaltig. Was auch immer in deinem Leben passiert, was auch immer, wo Gott sagt, breche es an. Es ist die Zeit heute, abzubrechen, diese Dinge wegzunehmen. Und wenn du die Dinge abbrichst, dann wirst du nicht direkt einen Moment der Freude haben, dass du sprichst und sagst, Gott, hey, ich freue mich über das, sondern du wirst traurig sein in diesem Augenblick und du wirst sagen, es tut weh. Herr, es tut weh. Es tut weh. Und wenn es weh tut, erinnere dich an das Wort, was hier steht. Dass es nur für einen Moment der Traurigkeit ist. Die Traurigkeit wird kein Zustand bleiben, sondern es wird nur eine Phase sein. Und wenn diese Traurigkeit eine Phase ist, wird die Frucht, die daraus entstehen wird, Freude, Größe, Herrlichkeit, Zeugnis. Du wirst Zeugnisse geben und die Menschen werden anschauen und besagen, ich möchte so sein wie diese Person. Aber wie kann es sein, dass diese Menschen sagen, ich möchte so sein wie du? Die Menschen wissen nicht, was du im Verborgenen für Entscheidungen getroffen hast. Sie wissen nicht die Tränen, über die du die ganze Zeit geweint hast. Sie haben dich nicht in diesen Krisenmomenten gesehen, sondern sie haben dich nur in dem Zeugnis gesehen. Aber ich möchte dir sagen, jede
Traurigkeit, die du jetzt erlebst, wird eine Frucht sein für vielerlei Leute, die draußen sind. Für vielerlei Leute, die draußen sind. Für vielerlei Leute. Die Freude ist größer in Gott als die Traurigkeit. Halleluja. Der Aufbruch Gottes ist besser als der Zerbruch. Selbst wenn Zerbruch gekommen ist, Gott baut wieder auf. Gott baut wieder auf, wenn du erlaubst, in die Schule Gottes einzusteigen. Wenn du dir sagst, jetzt ist die Zeit, ich möchte in die Schule Gottes hineingehen. Und ich möchte dir sagen, eine übernatürliche Kraft wird dich begleiten in diesen Entscheidungen. Du bist nicht in diesen Entscheidungen alleine. Jesus hat gesagt, ich werde bei dir sein. Bis am Ende der Tage, in deinen schwierigsten Momenten werde ich bei dir sein. In den größten Entscheidungen, die du triffst, werde ich bei dir sein. Wenn Gott dir manchmal die Augen öffnet, du denkst, du bist allein, du bist nie allein. Heute, wo ich noch die Predigt vorbereitet habe, ich bin da und ich bereite die Predigt vor und ich sehe die Gegenwart Gottes so stark. Und dann sage ich ihr, wow, in jedem Moment bin ich nie alleine. Er ist da. Er ist da. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Gott führt dich in eine krasse Schule hinein, die hart ist. Ich weiß, dass sie hart ist. Deswegen müssen wir auch über die Funktion der Gemeinde sprechen. Warum die Gemeinde? Warum geistliche Vaterschaft? Warum Mentoring, wenn sie in Ordnung geht, in Gottes Ordnung geht, warum sie wichtig ist? Das ist ein anderes Thema. Aber sie ist hart. Aber trotzdem ist Gott bei dir. Und Gott möchte in dieser Zeit nur eins. Dein Herz und deine Entscheidung. Und somit fängt die Zeit an, wo er dich in eine neue Schule, in eine neue Klasse hineinbringt. Und wisst ihr, ich schließe mit dem Vers. Römer 19. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden. Halleluja! Das ist das Wort Gottes. Die Bibel sagt, dass das jetzige Leid nicht mit der Herrlichkeit, nicht mit der Herrlichkeit Gottes in Vergleich ist. Es gibt kein Vergleich 1:1. So viel habe ich gelitten und so hoch wird die Herrlichkeit. So habe ich gelitten und so hoch wird die Herrlichkeit sein. Es gibt gar keinen Vergleich. Eigentlich ist die Herrlichkeit unfair. Es ist unfair, weil sie viel zu hoch ist gegenüber dem Leid, weil es kein Vergleich ist. Gott möchte eine größere Herrlichkeit durch dich in dieser Zeit offenbaren. Und wenn du bereit bist, mein Bruder, meine Schwester, treffe heute die richtige Entscheidung und der Prozess der Herrlichkeit ist in Gange. Der Prozess der Wiederherstellung ist in Gange. Der Prozess der Veränderung ist in Gange, weil Gott ein herrliches Bild über dich hat und nicht dieses Leid, was du gerade hast. Es ist das unterste Niveau. Gott möchte das Niveau steigern in deinem Leben. Du bist zur Herrlichkeit geschaffen, für die Herrlichkeit, um von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Halleluja, wenn wir aufstehen können im Namen Jesus. Ich möchte, dass wir beten. Herr, ich möchte durch die Schule Gottes gehen. Ich möchte aufhören, meine eigene Schule zu gehen. Ich möchte aufhören, die Schule der Welt zu gehen. Ich möchte aufhören, meine Wege zu gehen. Aber ich möchte deinen Weg gehen, auch wenn mein Image sich verändern soll. Es gibt manches Image, was man hat, man möchte es bewahren. Aber Gott möchte dir ein neues Image geben. Gott möchte dir einen neuen Namen geben. Gott möchte dir einen neuen Ruf geben. Ein neuer Ruf. Und lass uns beten, Gemeinde.